Grüß dich. XCOM Enemy Within, wieder am Start. Mann, so eine Scheiße. Siehst du hier? Ägypten, Südafrika, Nigeria. Niger gibt's da unten auch, aber Nigeria, da sieht's echt schlimm aus. Wir haben Satelliten verloren und die Panik ist voll gestiegen. Wir brauchen echt eine Mission dort oder so am Start, aber sowas von schnell. Oh Mann, in 20 Tagen ist ein Satellit fertig, der gerade hergestellt wird. Na gut, 18 Tage noch. Wir können jetzt auch eine neue Einrichtung bauen. Und zwar, ich zeig dir das mal. Super, in 2 Tagen, weißt du, am Arsch. Ich würde das am liebsten abbrechen. Ich zeig das mal kurz hier. Das ist der Satelliten Nexus, der ist neu. Und wir sollen jetzt allerdings, hast du vielleicht gelesen, können wir 4 Satelliten bereitstellen plus einen für einen Verbundbonus. Wir müssen aber den hier bauen und brauchen dafür Kohle. Hyperwellenverbindung. Wow, 175. Und die Energie hätten wir dafür. Könnte ich hier hinbauen. Hier wird das Ding gut hinpassen. Pass auf, wir müssen, ich mach's nicht gern, aber ich brauche Kohle hier. Ich muss ein bisschen was verkaufen. Das ist nicht schön, ist mir vollkommen bewusst, aber es geht nicht anders. So, hier Illyrium runter auf. Auf 450. Komm, wir brauchen die Kohle. Das Ding auf 450. Die Waffenfragmente behalten wir mal. Ja. Was mit dem Zeug ist, kann ich nicht sagen. Sucherwracks können wir mal verkaufen. So. Hören Sie auf, uns die Zeit zu stehlen und bewegen Sie Ihre Ärsche daraus. Alter. Ist der nicht ganz fit? Spann dich mal, du Spatzennacken, Alter. Quatsch mich nicht dumm von der Seite an. Alter, da wurde aber grantig. So, Technikabteilung. Einrichtung, Haufen bauen. Hier, Hyperwellen. Baubeginn. 14 Tage, Alter. Mach doch mal schneller da unten. So, okay. Da wir jetzt noch ein paar Taler haben, gibt es noch mal irgendwas Spannendes in der Gießerei. Tarnsatelliten. Ja, wir haben es gesehen. Komm, das machen wir mit, damit das nicht nochmal passiert. Ja, jetzt haben wir zwar wieder keine Kohle am Start, aber... Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Aber das geht ja mal nicht. Munition sparen ist abgeschlossen. Weitermachen. Hey, wir haben Geld dazu bekommen. Werkstattrabatt. Yeah! Weitermachen. Satellitenkontrollzentrum bereit. Kaufe, baue Gegenstände. Und wir haben doch wieder keine Kohle am Start. Mal gucken. Wir können ein paar. Wie viel könnten wir jetzt theoretisch bauen? Die Verbindungskapazität reicht nicht aus. Also 3. Okay, und 3 können wir auch bauen. Okay. Aber niemals im Leben hält das Land unter Panik so lange durch. Nie im Leben. Neues Forschungsprojekt. Illyrium-Kraftwerk zum Bau verfügbar. Mac 2 Hüter zur Herstellung verfügbar. Illyrium-Kraftwerke liefern plus 30 Strom direkt. Verbundbonus plus 2 Energie pro direkt angrenzendem Kraftwerk. Der Mac 2 Hüter. Granatwerfer. Macs können keine Handgranaten verwenden. Dieses Manko aber durch einen Langstreckengranatenwerfer mehr als wettmachen. Und oder heilende Nebel. Medikits erfordern Feinmotorik. Ein Mac kann stattdessen heilenden Nebel versprühen, um alle Verbündeten in der Nähe zu heilen. Boah, das ist geil. Das ist richtig gut. Hallöchen, Popöchen. Oh Mann, wir können hier so geile Sachen erforschen. Und die dauern alle so lang. Gut. Zweite, machen wir erstmal die Cyberdisk. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Wie soll ich den denn leben fangen?
Exalt-Operation. Zum Lagerraum. Verdeckte Operation. Wen haben wir da letztes Mal hingeschickt? Das war nicht Winger. Ellen? Wen haben wir da hingeschickt? Matthew haben wir da hingeschickt, ne? Und irgendwie ruckelt der Sound ein kleines bisschen. Spion zur Mission entsenden. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Japan. So. Der Tarnsatellit ist fertig. Wir haben wieder ein bisschen was wieder was bekommen. Wir haben ein paar Credits und ein paar Ressourcen wieder bekommen. Leute, ich will einen Kampfeinsatz vor Ort, um die Panik zu lösen. UFO-Verfolgung, Schub zur Herstellung verfügbar und 2 Terz. Aktiviere dieses Modul während des Abfangs, um einen sofortigen, zeitlich begrenzten Schub der Verfolgungsgeschwindigkeit deiner Einheit zu erhalten. Das Modul ist nach dem Einsatz ausgebrannt. Mit seiner Technologie könnten sich unsere Satelliten auf die UFO-Verfolgung konzentrieren und kostbare Zeit gewinnen, um selbst die schnellsten UFOs abzufangen. Und 2 Terz. Lässt Soldaten beim ersten Mal, wenn ihre Gesundheit in einer Mission auf Null sinkt, verbluten, statt zu sterben. Die Verblutungsdauer wird um 2 Runden verlängert. Verhindert den Verlust von Willenskraft durch kritische Verwundung. Okay. Ist auch ziemlich cool. Aber wir machen erstmal hier. Es ist uns leider nur gelungen, das Kernstück des Anzugs zu bergen, obwohl auch die Leiche des Piloten unversehrt blieb. Die Konzeption des Ganzen erscheint mir sehr interessant. Eine äußerst gelungene Mischung aus hoher Flexibilität und außergewöhnlicher Festigkeit. Leute, ich brauche einen Kampf. Commander, der Rat bittet um eine direkte Verbindung auf einem sicheren Kanal. Oh, schon wieder ein Ratseinsatz. Sintflut. Der überlebende Exalt-Agent hat uns den Standpunkt des vermissten Lastwagens verraten und keine Sekunde zu früh, wie es aussieht, haben die Aliens den LKW für einen Damm im Osten Frankreichs in die Enge getrieben. Wenn wir die Fracht retten wollen, müssen wir uns beeilen. Okay. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Das ist unser Dreamteam vom letzten Einsatz. Ja, ich will ein Dreamteam. Ich will ein Dreamteam. Ist eine Ratsmission. Gib ihm. Wir landen. Beginn den Angriff, Freund. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Wow. Sichern Sie den Damm mit allen nötigen Mitteln. Finden und sichern Sie den Transporter und seine Fracht. Ist übrigens eine Sondermission jetzt aus dem Enemy Within. So. Anscheinend geriet der Transport unter Beschuss, als er versuchte, den Damm zu überqueren. Den Zerstörungen nach müssen die Aliens das gesamte Gebiet unter Feuer genommen haben, um den Lastwagen aufzuhalten. Wenn Sie das Ding so unbedingt haben wollen, wage ich gar nicht daran zu denken, was Sie noch alles schicken könnten, um ihn zu kriegen. Der Damm ist übel zugerichtet. Wir müssen schnell handeln, wenn wir Ihnen zuvorkommen und uns den Lastwagen sichern wollen. Das ist eine Ratsmission. Ich werde kurz speichern. Okay. Und da wir scheinbar Zeitprobleme haben... Der Damm ist schwer beschädigt, aber es sieht so aus, als könnten wir sein Brechen hinauszögern, indem wir die Auslassventile öffnen, die sich auf dem Weg zu dem Fahrzeug befinden. Okay, wir haben hier überall Ventile. Da haben wir auch eins. Gut, natürlich vorsichtig vorgehen. Die Scharfschützen bleiben noch hinten. Im Laufschritt. Gut. Xang, du darfst dich da hinstellen. Jawohl, Commander.
Whitey White geht hier an dem schwarzen Van oder was das ist in Deckung. Und Chappie. Chappie. Nee, das ist halt der Kinofilm, ne? Chappie. Hab ich noch nicht gesehen. Mal sehen. Ich bin gespannt. Der letzte Film von... Wir orten feindliche Flugobjekte, die sich der Position von Strike One nähern. Anscheinend schicken die Aliens Verstärkung für die Jagd nach diesem Lastwagen. Ich wollte sagen, der letzte Film von Neil Blomkamp, Elysium, war nicht ganz meins. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Sind die in links gegangen? In Modus hier? Haben die einen Modus gestartet? So. Nee, ich schieß mal auf den anderen. 50%, weißt du? Natürlich. Du stehst neben dem Jüngchen. Treff mal. Sehr gut. So, mein Freund, hier. Und zwar meine ich dich. Okay. Betäube, 90%. Los, den nehmen wir mit. Sehr gut. Der Mutant ist betäubt. Rustin Cole, natürlich. Dieses Ventil ist geöffnet. Jetzt gilt es, den Lastwagen zu sichern, ehe es zu spät ist. Oh Gott, davon ist was, aber er hat es noch nicht entdeckt. Okay. Bevor ich jetzt weitergehe, müssen wir mal gucken, was wir mit dem Mutant machen. Da haben wir 63%, wenn ich auf die Handfeuerwaffe wechsle. Muss ich so machen? Haben wir 98. Los. Sehr gut. White geht hier hoch. Ist auch eine schöne Position für einen Scharfschützen, ehrlich gesagt. Allem Anschein nach schicken die Aliens Verstärkung, Commander. So, Sektoid, der interessiert uns nicht. Im Feldposten, jetzt passe ich aber auf. Und der auch im Feldposten. Und Feldposten. Gut. Oha. 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 Ja, scheiße. Okay. Gib mir erstmal hier oben Walter. Das Auslassventil ist offen, aber das reicht noch nicht. Weiter, Strike One. 100%. Präzisionsschuss. Komm. Der muss auf alle Fälle weg. Na, ja, 5 Schaden. Raketenstart. So, das wäre traumhaft. Komm, 90%. Daneben. Aber nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Hast du gesehen, er hat. Lass es mich zeigen. Er hat den dafür mitgetroffen. Damit können wir leben. Dann kann ich jetzt hier mit 75%. Zack. Und jetzt kann Piper nicht drauf schießen. Bestätige. Reflexartige, blitzschnelle Reflexe. Ja, da könnt ihr schießen, wie ihr wollt. So. Komm, 75. Los! Ja. Ich geb dir mal dein Scharfschützengewehr. Aber du willst trotzdem nicht, okay. Das wäre sehr mutig. Dann stelle ich mich lieber hier hin und schieße mit der Pistole. Nö. 97, na los, also bitte, ne? Zack, genau. Klatsch. Und mit dir laufe ich bis hier vorne ran. So.
64%, smack ihn weg. Nein, du hast den kompletten LKW weggesmackt, aber nicht das, was du solltest. Sehr schön. Rekonfiguriere Zielmatrix. Mach das mal. Oh, er hat echt zwei Schaden am Kopf gekriegt. Ey, nein, jetzt ist... Das ist der Muton für den Arsch, den wir da gefangen haben. Sowas kann ich ja leiden, ne? Sowas kann ich echt leiden. In Bewegung. So, zack, schnabbel den mal weg da. Bam. X-Ray neutralisiert. So. Du gehst dorthin. Entdeckst die jetzt beide? Ja, du bist flankiert am Arsch, da musst du jetzt auch durch. 65, 65, zeig mal, was du mit 65 kannst. Erfolgreich daneben schießen, dankeschön, Sir. Das ist nicht gut. Pass mal auf, was dein Freund hier oben kann. Bam. Okay, du läufst hier endlich mal vor. Wir müssen Land gewinnen, wir haben 7 Runden. Wir müssen mit dieser Zeit auch irgendwas anstellen. So, Chappie Chapman, ich möchte dich auf dem LKW. Ich weiß, dass der dünne Mann dann schießen kann. Aber damit lebe ich jetzt. Aber der trifft ja auch noch nicht mal. Ich werde hier beschossen. Ja, das sehe ich. Gut. Wen stecken wir denn hier ran? Da, dich. Jawohl. Gute Arbeit, Strike One. Das verschafft Ihnen etwas Zeit, um zu dem Lastwagen zu gelangen. So. Dahin gehst du. Und jetzt smackst du erstmal den Mann da weg. Genau so will ich das sehen. Super, dass das jetzt dort, wie sagt man, vergiftet ist. Da müssen wir einfach warten. Das ist natürlich blöd. Ich muss hier außen rumlaufen. Wie läuft die? So läuft sie. So. Okay, kann ich mitleben? Noch zwei dünne Männer. Okay. Chapman hat keine Sicht drauf. Aber Heisenberg hat Sicht. Was Heisenberg sieht. Bam! Ja, da sind die machtlos, ganz ehrlich. Die können nichts dagegen unternehmen. Begebe mich zu dieser Position. So, ich rutsch mal nach. Chapman. Ist die Frage, rutsche ich mit Chapman auch nach? Kann man hier auf diesen LKW? Das sehe ich noch nicht. Aber es wäre eigentlich eine Lösung, ne? Unterwegs. Komm, geh mal mit. Das ist, glaube ich, sicherer, wenn wir da vorrücken. Und Winger. Winger geht hier in Deckung. Unsere Bodenoffensive sozusagen. Feindkräfte im Anrücken, Commander. Wo schießt er hin? Okay, auf den Mac, das ist in Ordnung. Oh Gott, wieder ein Dicker. Also wir stehen gut. Wir stehen gut dafür. Das ist in Ordnung. Gut, 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 gut. Jetzt die Frage, du darfst zweimal schießen. Und du hast erhöhten Schaden gegen Ihmchen. Dann zeig mal. Sehr, sehr schön. Machst du das nochmal? Nein, Schaden. So, okay. Ich will mal Heisenberg.
Chapman ist auch okay. 94. Erstmal auf den da. Ich will testen, ob ich den dicken gefangen nehmen kann. Mal gucken. Das Problem ist, Fridolin wieder. Ich hab's nicht gesehen. Ob der. Ah! Der wird auf mich schießen. Ist also tricky, wenn ich da jetzt ranlaufe. Aber ich habe keinen Kreis um den. Wobei, ich weiß es nicht. Bestätige. Ah, er hat ja seine blitzschnellen Reflexe, stimmt. Gut. Mal gucken, ob das funktioniert überhaupt. Funktioniert gar nicht. Dann habe ich Angst, dass ich jetzt Schaden kriege. Deswegen mache ich mal Sturm und Schuss und stelle mich hier hin. Das ist mir zu heiß mit der Explosion. Okay, also die können wir definitiv nicht übernehmen. Wie sieht's bei dir aus? Stell dich mal ruhig dahin. Wie weit ist die Brücke eigentlich noch? Boah. Weg. Ich habe keine Munition mehr. X-Ray neutralisiert. Du lädst nach. Alles wieder im grünen Bereich. Alles wieder im grünen Bereich. Kannst du laufen? Du kannst schon laufen, ne? Schon unterwegs. Dann läufst du ein Stück und lädst dann nach. Alter, wie groß ist das hier? Waffen sind nachgeladen. Also wir können auf alle Fälle jetzt dahin laufen. Um das Ausschlussventil zu betätigen. Wir können mit Winger Richtung diesem Türmchen laufen. Wobei das auch was für Chapman wäre. Ich bin mir noch nicht sicher. Du wartest noch. Ich werde mal Chapman auch mit in diese Richtung schleifen. Weil das natürlich noch besser wäre als der LKW. Und Xang. Xang möchte ich hier haben. Der soll nochmal nachladen. Der ist ja eine Wucht gegen diese mechanischen. Lade nach. Und jetzt bist nur noch du da, dann stelle ich dich hier in die Ecke. Da dürfte er einfach nochmal einen Ticken mehr sehen. Runde beenden. Ich versuche schon den Transporter zu finden hier. Bin unterwegs zu neuer Position. Das scheint unser Ziel zu sein. Da ist er. Begeben Sie sich hin und bergen Sie die Waffe, ehe der Damm komplett zusammenbricht. Ja. Wir haben ein neues Ziel. Okay, okay. Winger. Gut, du drückst hier mal drauf. Na? Der Druck auf den Damm lässt nach. Weiter so. Sehr gut. Weiter geht's auch mit dir. Ich weiß nicht, ob da ein Mech reinpasst. Deswegen. So, Heisi, du bleibst dort. Du wartest auch noch. Chapman erstmal. Chapman muss hier hoch. Verstanden. Los geht's. Gut. Heisenberg geht in den Sniper-Modi. In den Modi. Und du gehst dort auf Zielposition. Okay. Dich stellen wir. Nee, du bleibst da. Pass auf. Ich gehe da nur mit einem rein. Wir orten neue Kontakte, die sich dem Gebiet nähern. Spitze, ein Muton auf dem Dach. Noch ein Muton. Ja, reicht's bald? Taurus feuert. Oh Gott. Reflexschuss ab. Sehr schön. Gegner neutralisiert. Okay.
Was zum Teufel ist denn hier los? Oh Gott. Ach. Und du kannst noch nicht... Ah, 51. Scheißdreck. Komm, du darfst nochmal. Oh Gott, verdammt. Ich hab das Ziel verfehlt. Puh, Winger, ja. Winger. Er sagt 100%, 100%. Dann gibst du einen Schnellschuss ab. Okay, 4 und 5 Schaden. Du machst noch nichts. Jetzt kommt erstmal... Ja, der Mutant müsste da eigentlich weg, aber... Da gibt's auch... Das ist der zweite, ne, da hinten. Boah, kritisch. 12. Super. Super, super, super. Jetzt die Frage. 88, 88. Schieß auf den. Sehr schön. So. Ah, nein, ich hätte den anderen schießen sollen. Der würde jetzt schießen, wenn ich mich bewege, richtig? Heisenberg habe ich vergessen. Wen hast du? Oh, ich erkenne es nicht. Das ist ein Mutant. Mutant. Das ist der Kleine. Das ist der Große. Auf den schießen wir. Okay. Gut. Okay, dann machen wir das so. Geben wir uns hier ein bisschen Schutz. Wir sind zwar langiert, aber trotzdem haben wir dadurch einen kleinen Buff. Ich werde flankiert. Die sechs Schaden. Ah, Xang, Alter, überleb, Mann, mein Bester. Überleb. Du schießt doch bestimmt auf den vor dir, ne? Ich will das nicht. Ah, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht nochmal auf den, nicht nochmal auf den. Auf was anderes, auf was anderes. Auf was anderes. Schieß auf was anderes. Nein. Boah, Alter. Wer? Ich könnte gerade im Dreieck kotzen. Ganz ehrlich. Im Dreieck. Ah. Chapman. Feind ausgeschaltet. Winger. Sturm und Schuss. Bringt sie zur Strecke. Packen wir es an. Schnellfeuer. Los. Heisenberg wird sich jetzt drum kümmern. 100% und 100%. Der ist erstmal wichtiger, der Große. Trotz guter... Ja, wie soll ich sagen? Verlagerung der People. Werden wir trotzdem ziemlich in den Arsch gefickt, ganz ehrlich. Sorry die Ausdrucksweise, aber ist wirklich so. Liege unter Beschuss. Das ärgert mich halt auch. Bestätige. Weil das wirklich ärgerlich ist. Ich muss bald nachladen. Zack und weg. So.
Erstmal hier. Alle Ventile sind geöffnet. Gute Arbeit, Strike One. Lauf jetzt da rein. Begeben Sie sich jetzt zu dem Lastwagen und stellen Sie diese Waffe sicher. Ziele wurden aktualisiert. Okay, ich wollte eigentlich mit ihm, aber da wir hier gerade zwei Leute verloren haben. Bitte, ihr versteht das nicht. Ich muss zu den anderen. Ihr könnt nicht. Ich kapiert ihr denn nicht? Wisst ihr, wie viele von uns sie getötet haben? Wow. Sie töten? Wie denn? Bitte! Ihr müsst mir helfen, die anderen zu finden! Großartige Arbeit, Commander. Es könnte sein, dass sich die Waffe, hinter der alle her waren, als noch wertvoller für uns erweist, als gedacht. Naja. Für diese Rettungsaktion sind zwei gute Männer draufgegangen. Schon wieder eine lange Folge. Major Rustin Axel Cole. Rest in peace. Major Chao Ji Shilong Chang. Auch du. Rest in peace. Ihr wart gute Männer. Aber wir haben nichtsdestotrotz eine Beförderung zum Colonel von Jeff Ringer. Bietet Immunität gegen kritische Treffer. Die Fähigkeit Sturm und Schuss sorgt für den Rest der Runde auch für 50% mehr kritischen Schaden. Ich nehme lieber, dass ich nicht weggekrittet werden kann. So, noch ganz kurz hier, 11 Sektoidenleichen, 4 Dönermann, 4 Mutons, 32 Lerium, 48 Alien-Legierung, 42 Waffenfragmente, 20 Meld und 4 Mech-Druid-Kerne. 1000 Taler, wow. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Die Lage spitzt sich. Diese Frau, die wir aus der Alien-Gefangenschaft befreit haben, Annette, war Ihnen anscheinend von Exant übergeben worden. Bislang will sie nichts dazu sagen, wie sie in deren Fänge geraten ist oder was sie so wertvoll für sie macht. So oder so. Wir müssen sie im Auge behalten. Machen wir ab der nächsten Folge. Alles klar. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.